Ja, liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute habe ich wieder drei wundervolle Themen für euch vorbereitet. Aus und vorbei. Entwicklungsstopp für Konamis Silent Hills. YouTube macht im Fernsehen Konkurrenz. Bald offizielle Quoten für YouTube-Videos. Und wer sind die besten Gamer Deutschlands? Bei den ESL-Meisterschaften dieses Wochenende in Duisburg werden wir es herausfinden. Und ich warne euch, wenn Silent Hills nicht erscheint, dann werde ich nach Japan fliegen und dann werde ich Kojima und dem Publisher so einen fetten Haufen auf den Schreibtisch setzen, dass die einfach nur rückwärts umkippen, Alter. Im Spätsommer vergangenen Jahres begeisterte Silent Hills Playable Teaser eine ganze Spielegemeinschaft. Auch der erste Trailer zu Silent Hills war mehr als erfolgsversprechend. Doch boom, jetzt das plötzliche Aus. Die Entwicklung von Silent Hills wurde eingestellt. Offizieller Grund für diesen Entwicklungsstopp war auf der einen Seite Uneinigkeiten zwischen Hideo Kojima, dem Erfinder von Silent Hills, und Konami und der Auslauf des Kooperationsvertrages zwischen Norman Reedus, den die meisten von euch wahrscheinlich aus The Walking Dead kennen, und Konami. PT wird diese Woche leider auch aus dem PlayStation Store verschwinden. Meiner Meinung nach echt schade. Wie es zukünftig mit der Silent Hill Reihe weitergehen wird, dazu wird Konami sich hoffentlich in nächster Zeit mal äußern. Dass die Videoplattform YouTube immer wichtiger wird, ist mittlerweile gar nicht mehr verkennbar. Die AGF, das ist die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung, die normalerweise die Einschaltquoten fürs Fernsehen ermitteln, hat sich jetzt dazu entschlossen, in Kooperation mit Google ein Panel zu entwickeln, das auch offizielle Einschaltquoten für YouTube-Videos sichtbar machen wird. Das Ganze ist schon beschlossene Sache und in dieser Art und Weise ein einzigartiges Projekt weltweit. Das sollte mir und euch nochmal klar machen, wie groß dieses Massenmedium YouTube und wie wichtig es mittlerweile eigentlich ist. Wie seht ihr eigentlich YouTube so in weiteren 5 bis 10 Jahren, vielleicht auch sogar im Vergleich zum Fernsehen und zum Radio? Schreibt es mir am besten unten in die Kommentare. Hey du! Ja, genau du. Wie gut bist du eigentlich im Computerspielen? Im E-Sport sind bekanntlich ja die Leute vertreten, die das richtig gut können. Auch in Deutschland ist diese Sportsparte immer weiter im Wachstum, so dass jetzt dieses Wochenende die ESL-Meisterschaft in Duisburg ansteht. Dort wird dieses Wochenende an 2 verschiedenen Tagen, Samstag und Sonntag, entschieden, wer der beste Spieler Deutschlands in Counter-Strike GO, League of Legends und auch FIFA ist. Auch bekannte Caster wie Hand of Blood oder Let's Read Small Books, die auch auf YouTube aktiv sind, werden dort zugegen sein. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen und werden selbstverständlich auch dieses Wochenende am Sonntag nach Duisburg cruisen. Habt ihr auch Bock vorbeizuschauen? Karten gibt es noch, unten in der Videobeschreibung gibt es den Link dazu. Wir würden uns freuen, euch dazu begegnen. Liebe Freunde, das war's auch wieder von den Game News von dieser Woche. Eure Meinung zu den Themen nach unten natürlich wie immer in die Kommentare. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen oder sogar euer Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder, wenn es heißt Community Games, die Avengers Superheldenfolge. Da geht's übrigens zur letzten Folge der Game News. Bis dahin, euer Buddy von BatTV.